Herzlich willkommen beim Videocast der himmlischen IT von der Rachpal IT Solutions. Wir starten vom Boden und nehmen Sie mit in die Cloud, ohne dass es Ihnen schwindelig wird. Und nun viel Spaß! Ja, hallo, ich bin jetzt hier an meinem Heimarbeitsplatz und ihr habt euch ja zusammengesetzt im Seminarraum wegen den Fragen, die ihr habt zum Thema LYNC. Dann legt mal los. Ja, wir sehen dich gar nicht. Ihr seht mich gar nicht? Ja, dann schalte ich doch mal mein Video an. Wollt ihr mich unbedingt eigentlich sehen? Eigentlich schon, ja. Da bin ich. Hallo. Siehst du uns auch? Nein, ich sehe euch nicht. Da steht Nils Kappen, hat die Videoübertragung nicht gestartet. Ah. Ja, nee. Ah, wunderbar, jetzt habe ich euch in der Roundtable. Und es hat gerade der Nils was gesagt, jetzt hatte der Carsten was gesagt, im Moment sehe ich den Carsten. Ja, hallo. Hallo, da steht aber jetzt Nils Kappen. Ja, wir wollten dir ja ein paar Fragen stellen, ne? Ja, ganz genau. Ihr habt ja Fragen gehabt zum Thema LYNC. Ja. Also ich fange einfach mal an. Das erste ist, was sind die Unterschiede zwischen LYNC P1 und dem P2-Plan? Da gibt es ja zwei Pläne. Kannst du das mal erklären? Ja, ganz genau. Es gibt insgesamt zwei Pläne. Und bei dem P1-Plan kann man sich das so vorstellen, dass die interne Kommunikation im Unternehmen, die ist letztlich abgedeckt. Aber wann immer es darum geht, Webkonferenzen zu machen und eben auch Voice-Chat und Video-Chat, das sind solche Dinge, die gehen eben immer nur mit dem P2-Plan. Okay. Ja, was sind denn die Preise für diese Pläne? Ah ja, der P1-Plan, der kostet 1,79 € pro Benutzer, pro Monat. Das sind immer Nettopreise. Also dieser P1-Plan ist auch der Plan, den man separat buchen kann, ohne in die Suiten reinzugehen. Und der P2-Plan, der kostet 5,75 € pro Benutzer pro Monat. Und die P2-Pläne sind immer in diesen Suiten drin enthalten. Das heißt eigentlich, wenn ihr in den P2-Plan, also wenn die Kunden denken, in den P2-Plan zu gehen, dann solltet ihr auch immer über das Szenario sprechen, Office 365, den Small Business Plan, der auch 5 Euro kostet, 5,25 €, also sogar 50 Cent billiger ist, dass ihr darüber spricht, ob das nicht auch interessant ist für den Kunden, weil das ja dann noch Exchange und SharePoint beinhaltet. Ja, aber da kann ich nur eine gewisse Zahl von Benutzern machen, oder? Das kann ich nur mit einer gewissen Zahl von Benutzern machen, 25. Und die Funktionalität ist auch so ein bisschen unterschiedlich. Also nicht von dem, was ich mit LYNC machen kann, aber in der Verwaltung. Sind dann nochmal Unterschiede drin. Ja, Kerstin, du hast gerade schon die Suiten angesprochen. Ja. Ist das richtig, dass der P2-Plan bei jeder Suite standardmäßig dabei ist, oder ist das auch ab und zu der P1-Plan? Ja, ich weiß auch nicht ganz genau, warum das der Fall ist. Es ist tatsächlich immer der P2-Plan in den Suiten drin. Also sowohl bei den Enterprise-Plänen von E1 bis E4, als auch dann in dem P1-Plan. Und wie gesagt, aber so ganz identisch, obwohl das eben immer LYNC P2 ist, so ganz identisch sind die in ihren Funktionalitäten nicht. Okay. Okay. Wie sieht es denn bei der Administration aus? Zum Beispiel der Unterschied zwischen P1 und E3. Gibt es da Unterschiede? Ja. Das ist zum Beispiel eben so ein Faktor. Also wie gesagt, bei beiden Suiten sprechen wir wieder von dem LYNC P2 und trotzdem ist es so, wenn ich also in meinem P1-Plan reingehe, in die Administration, dann kann ich den LYNC installieren. Das ist das Einzige, was ich aus dem Portal heraus administrieren kann. Und dann, wenn ich den LYNC installiert habe, dann kann ich alle anderen Einstellungen nur über den LYNC-Client, den ich auf meinem Rechner installiert habe, vornehmen. In den E-Plänen ist das so,
Zumindest ab dem E3-Plan können wir das ja sagen. Ich bin unsicher bei dem E1 und bei dem E2-Plan, weil wir den als Test ja noch nicht hatten. Aber bei dem E3-Plan ist es so, dass ich dann, wenn ich in den Administrator reingehe, ich eben auch den Link administrieren kann. Und da habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, eine Föderation einzugehen. Also die Link-Föderation ist nicht die gleiche wie die Exchange-Föderation. Aber die Link-Föderation bedeutet, dass ich andere Mitarbeiter von Unternehmen andere Domains hinzufügen kann und dann kann ich mit den Mitarbeitern kommunizieren. Das setzt natürlich voraus, dass die Mitarbeiter, das kann man auch bei Link einstellen, das Recht haben, externe Benutzer einzuladen. Okay. Das ist eigentlich der größte Unterschied in dem Bereich. Ja, jetzt ist ja in dem P2, also in dem Link P2-Plan, da sind ja zusätzliche Dienste drin. Das eine war, glaube ich, die Webkonferenz, was du erwähnt hattest. Genau. Mit bis zu wie vielen Leuten kann ich denn eine Webkonferenz machen? Bis zu 250 externe Benutzer kannst du einladen. Wow. Also Microsoft sagt einfach, Link ist ein Produkt, was für die Zusammenarbeit und die Kollaboration ist. Und das ist nicht dafür gedacht, dass man, was weiß ich, mit 4.000, 5.000 Leuten eben eine Konferenz macht. Okay. Aber es ist ja schon eine ganze Menge, die man dann da drin hat mit 250 Mann. Gut, ich habe auch noch eine generelle Frage. Hi Daniel, erstmal. Hallo. Hab dich doch gar nicht gesehen. Ja, für welche Zielgruppe ist das Produkt eigentlich gedacht? Haben wir ja eigentlich schon fast angesprochen. Also es ist wirklich eine professionelle Unternehmenskommunikation, die eben auch sicher ist. Die findet zwar übers Internet statt, aber ist eine sichere Umgebung. Das heißt, wenn ich jetzt chatte zum Beispiel, eben diese Chat-Funktionalität nehme, die ja identisch ist, wie ich es mit dem Instant Messenger mache, dann ist diese Kommunikation nicht abhörbar. Das läuft über ein sicheres Protokoll. Und dann sind die Funktionen von Link natürlich auch darauf abgestimmt, auf diese Tätigkeit, diesen Information Worker, den ich habe. Das heißt, ich muss mit Informationen arbeiten, ich muss schnell mit meinen Kollegen kommunizieren, ich muss Dateien austauschen und darauf ist Link spezialisiert. Das heißt, es ist zum einen so, dass es sich in die Office Suite einklingt, das heißt, ich habe es im Outlook drin, ich kann direkt aus Outlook sehen, sind meine Kollegen anwesend, sind die da, kann denen mal eben was zuchatten, wenn ich eine Frage habe. Und genauso bei SharePoint, wenn ich also schon SharePoint aufgesetzt habe, kann ich das alles von da aus sehen. Und darum geht es einfach, die Arbeitsprozesse innerhalb der Unternehmen zu verbessern. Und das kann nicht nur für große Kunden, also für Mittelständler interessant sein. Das kann zum Beispiel auch für kleine Unternehmen, Versicherungsunternehmen, der zu Hause jemanden hat, der die Kunden bedient und einen Teil der Arbeit machen möchte, aber jetzt kann er von einem Kunden eine Frage nicht beantworten und muss seinen Chef fragen und dann, der ist vielleicht unterwegs und wenn demnächst auch dann die Clients kommen für die Smartphones, kann ich den eben erreichen und mal eben mit ihm telefonieren. Also wirklich ein super interessantes Produkt. Okay, wir sind ja auch des Öfteren in den Foren unterwegs von Office 365, auch im englischsprachigen Raum. Da habe ich jetzt gelesen, dass zum Beispiel in Mexiko oder außerhalb Deutschlands mehrere Benutzer zusammen chatten, dann Voice over IP nutzen können und auch den Videochat. Wie sieht das denn in Deutschland aus? Ja, in Deutschland haben wir ein ganz riesen Problem, wobei das nicht nur auf Deutschland beschränkt ist, es gibt auch noch andere europäische Länder, die das Problem haben, dass wir hier das Datenschutz- und das Telekommunikationsgesetz haben. Das heißt, Microsoft ist ein Softwarehersteller und kein Telekommunikationsanbieter. Und für bestimmte rechtliche Situationen muss zum Beispiel ein Telekommunikationsanbieter diese Telefone nachweisen. Er muss sagen, wer mit welcher Telefonnummer telefoniert hat und. Das ist natürlich ein tierischer Verwaltungsaufwand. Und technisch gesehen ist das eben möglich. Das heißt, wenn ich in einem anderen Land bin, wenn ich Mexiko oder USA bin oder auch England, geht das auch, United Kingdom, dann kann ich mit mehreren Personen gemeinsam eine Telefonkonferenz über Voice over IP, über das Internet aufbauen. Bei uns in Deutschland ist es so, wir mussten das jetzt auch hier mit einer Roundtable machen, geht das immer nur zu zweit. Also ich kann euch anrufen, ich kann euch ja jetzt nur alle sehen, weil ihr an der Roundtable seid. Und mehr ist nicht möglich. Und
da müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Ich hoffe ja, dass wir da auch eine Lösung finden, dass da vielleicht Microsoft in Zukunft mit einem großen Anbieter zusammenarbeiten wird. Aber jetzt sagtest du, das ist jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, Voice und Video, aber wie ist denn im Chat? Kann ich da mit mehreren Leuten chatten oder auch nur mit zwei? Ja, ganz genau. Also ich kann jetzt zum Beispiel hier euch eine Sofortnachricht mal eben schicken und kann sagen, ach so, hallo Carsten, ja, das seht ihr natürlich jetzt alle, gell? Also das nutzt jetzt gar nicht viel, weil wir ja nicht zu mehreren Personen angemeldet sind. Aber so wie ich jetzt hier was eingebe, könnten jetzt alle, die mit in dieser Telefonkonferenz sind, könnten über das Chat mit mir kommunizieren. Das heißt, im Moment würde ich es im internen Szenario immer so einsetzen, dass ich Mitarbeiter hinzunehmen kann, wenn ich irgendwas bespreche oder gemeinsam an der Datei arbeite. Und dann kann ich eben über das Chat miteinander kommunizieren. Ist natürlich etwas langwieriger als über die Voice-Funktionalität. Mhm. Noch nicht optimal. Ja, was für mich nochmal ein ganz wichtiger Aspekt ist, sieht das denn aus bei dem Kunden, was muss der Kunde schon für ein Betriebssystem haben oder was sind die technischen Voraussetzungen für die Installation des Lymphclients? Genau. Also optimal ist natürlich Windows 7. Das wissen wir eigentlich alle, dass wir mit dem neuen Betriebssystem arbeiten sollten. Aber es geht natürlich auch mit Windows Vista und Windows XP Professional. Da muss ich mal gerade nachschauen. Ab dem Service Pack 3. Und da muss man dann auch nochmal nachschauen, wie die Prozessorleistung ist, weil natürlich mit Video und Voice ist das natürlich ein kritischer Faktor, dass die Rechner natürlich da auch sehr viel Rechenleistung beanspruchen. Dann ist es eben so, dass man, dann braucht man eben den Internet Explorer. Da habe ich jetzt gerade gar nicht die Unterlagen, da muss man gerade gucken, ob ich das noch hier finde in den Service Descriptions. Nee, müsste ich dann euch nochmal nachweisen. Bitte? Was für eine Auflösung braucht man denn für Video? Gibt es da eine Mindestauflösung? Die grafische Auflösung sollte schon 1024x768 betragen und das ist eben auch dieses Memory, also dieser grafische Speicher. Ich bin ja nicht der Techniker, das müsstet ihr dann nochmal ein bisschen nachschauen. Also der grafische Speicher ist auch braucht auch ein bisschen ein paar mehr Megabyte. Okay. 128, glaube ich, soweit ich das weiß. So, habe ich euch damit jetzt erschlagen? Na, eine Frage habe ich noch. Eine Frage habe ich habe noch eine letzte Frage. Ja. Und zwar gibt es ja auch den E3-4-Plan bei Office 365. Und da ist ja was Besonderes mit. Was ist das? Was ist damit los? Ja. Also grundsätzlich sieht man ja von den technischen Möglichkeiten, die Lync bietet. Und das wird noch unglaublich spannend, wenn eben diese ganzen Smartphone-Geschichten hinzukommen und die Applikationen. Lync eben eine umfassende Kommunikationslösung, die eben auch eine Telefonanlage ersetzen kann. Man braucht eigentlich ja gar keine Telefone mehr. Man kann das ja rein theoretisch alles über seinen PC machen. Und diese Funktionalität, bitte? Es gibt auch Telefone dafür. Das heißt, du kannst auch ein Telefon auf dem Schreibtisch haben, wo ein Lymphclient drin läuft. Ja. Das ist eine ganz normale Telefonanlage. Ganz genau. Und da ist es eben so, dass wir da aber dann umswitchen müssen. Das geht nicht mehr mit einer Online-Lösung. Hier brauchen wir dann natürlich, ich denke auch für die technischen Geräte, braucht man dafür dann einfach Lync im Hause installiert. Mhm. Wobei man dann Teilnehmer über Lync Online anbinden kann. Okay. Gut, vielleicht noch als Ausblick, du hast das erwähnt mit den Clients. Es kommen innerhalb der nächsten Zeit kommen für die verschiedenen Smartphone-Plattformen auch Lync-Clients, so heißt es bei Microsoft. Das heißt, es wird das iPhone sein, es wird Android sein, es wird Windows Phone 7 sein. Vielleicht sollten wir das nochmal in der deutschen Partnerkonferenz nochmal absprechen, dass wir da vielleicht mal Zeitpläne auch für die Kunden bekommen. Das ist ja eine wichtige Frage für die. Ja, und es gibt auch jetzt demnächst ein Mac-Client, also auch ein nicht-Windows-Betriebssystem macOS wird auch einen Lync-Client bekommen. Ob diese Clients dann auch Voice beinhalten, das weiß man noch nicht, weil damit ist gleich ein Problem. Aber zumindest Präsensinformationen und Chat und so weiter wird man damit sicherlich machen können. Mhm. Okay, also meine Frage... Ist denn für dich, Daniel? Daniel, ist für dich denn jetzt soweit alles klar?
Im Großen und Ganzen eigentlich schon. Auf die Inhouse-Lösung ist jetzt schon eingegangen worden, dass es die gibt. Mhm. Und im Großen und Ganzen habe ich keine Fragen erstmal mehr. Mhm. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, mit dem du dich auch beschäftigen solltest, gell? Okay. Okay. Alles klar. Danke. Gut. Ciao. Alles klar. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Sie sahen einen Videocast der Rachval IT Solutions, Ihrem Partner für Informationstechnologie im Mittelstand. Mehr Infos finden Sie unter himmlische-it.de.